Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge des Command & Conquer 3 Tiberium Wars Let's Plays, wo wir gerade hier in Brasilien, glaube ich. Das ist Brasilien. Erkennt man ja sofort. An der Küste hier die Verteidigungsstellung zerstören sollen. Und wir gerade die Base in der Mitte platt gemacht haben, um keine Angriffe mehr zu bekommen. Und jetzt eigentlich noch auf ein paar Panzer warten, damit wir einen sinnvollen Angriff starten können. Erforscht habe ich schon alles. Es ist... Eigentlich ist die Mission schon safe, weil ich den Angriff hier, weil ich die Base in der Mitte platt gemacht hatte. Das war so das Wichtigste, was notwendig war, glaube ich. Und ja, wir greifen jetzt gleich das hier unten an. Das soll gut gegen Air gedeft sein, aber ich sehe auch schon, dass... Nee, gut gegen Boden eigentlich. Eigentlich soll das hier oben gut gegen Air gedeft sein, aber wir kriegen das alles beides platt. Es dauert halt einfach nur ein bisschen seine Zeit. Upsi. Damit wir genügend Panzer haben. Damit das Damage technisch auch gut funktioniert. Das Tiberium wird uns befreien. Erntet so viel ihr könnt. Tiberium ist die Lösung. Grüne Felder. Tiberium ist die Lösung. Tiberium ist Macht. Auf zu den Kristallen. Gehen wir auf die Jagd. Tiberium ist Macht. Okay, haben die alle solche Sprüche? Stefan. Wartestellung. Gehen wir auf die Jagd. Aufpassen. Stealth-Panzer. Niemand sieht mich. Stealth-Panzer. In Wartestellung. Niemand sieht mich. Die haben ja keine Ahnung. Scanner in der Nähe. Die haben ja keine Ahnung. Anscheinend. Aber nicht alle Sprüche sind gut, so wie das wirkt. Schießen Sie los. Was gibt's? Alles ruhig. Irgendwas gesehen? Auf Patrouille. Alles ruhig. Was gibt's? Alles ruhig. Schießen Sie los. Patrouille bereit. Schießen Sie los. Patrouille bereit. Schießen Sie los. Naja, tatsächlich nicht das Niveau, was man aus WC3 kennt. Gehen wir auf die Jagd. Wo man quasi, dumm ausgedrückt, wirklich für jeden Charakter mitunter übertrieben viele Sprüche bekommt. So, greift man damit an. Komm, ich würde sagen, ja, los, einmal speichern und dann hier, go. Was soll's? Atlantikküste ist es, nicht Brasilien. Oder es ist Brasilien die Atlantikküste? Wir wissen es nicht. So, auf geht's. Feindliche Einheiten in Sicht. So, ich schau mal wieder, ob der es hier hinbekommt, wenn er selbstständig agiert oder ob ich nachhelfen muss. Normalerweise... Kriegt er das, haben sie es immer selbstständig hinbekommen. Es dauert nur seine Zeit. Bringen wir es hinter uns. Jetzt. Diese Artilleriestellungen müssen zerstört werden, damit wir Brasilien sicher verlassen können. Ich arbeite daran. Gehen wir, sie sind zu stark gegen Fahrzeuge. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Okay, es war unerwartet leicht. Ich hatte wirklich damit gerechnet, dass es schwerer wird, aber gut. Okay, dann auf nach da oben. Dann macht einfach. Hier oben ist schon alles stromlos. Ach, der greift den Turm sogar an. Na dann. Artilleriestellung zerstört. Aufsicht! Gehen wir auf die Jagd! Die Raketen! Macht sie fertig! Feuer! War halt wirklich leichter, als ich erwartet habe. Aber gut, ich möchte mich nicht unnötig beschweren. Dann einmal zurück mit euch. Hier unten brauche ich jetzt nicht lang fahren, meiner Meinung nach. Ich werde gleich hier oben von da einmal hier wirklich mit Fahrzeugen nach da oben fahren. Was soll's? Gehen wir auf die Jagd. Stealth-Panzer einsatzbereit. Gehen wir auf die Jagd. Und die waren schon stark genug. Also wir werden jetzt wahrscheinlich dadurch nicht alle Geheimziele entdecken, weil ich dann jetzt gleich direkt angreife. Aber, ach komm. So, reicht mir das? Ah ja, komm, das sollte reichen. Sammelt euch einmal da.
feindliche Basis in Sicht. Ich sehe keine feindliche Basis. So, dann von mir aus schon mal dorthin. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. So, dann würde ich auch sagen, Doppelpunkt da oben. Und dann lassen wir die einfach mal machen und gucken, ob die es hinkriegen. Theoretisch gesehen ist ja der A-Klick, wenn die Einheiten in Masse da sind, eigentlich gut genug. Praktisch bin ich mir da nicht so sicher. Einheit wird angegriffen. Wir haben ja keine. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Obwohl das so bis jetzt doch noch ganz gut aussieht. Die brauchen halt ein bisschen länger, weil sie halt nicht stark genug gegen das sind, auf was sie hier schießen, aber an sich schaffen die es schon. Scanner in der Nähe. Einheit wird angegriffen. Gehen wir auf die Jagd. Und das sogar unerwartet gut. Erledigt sie schnell. So, nach da oben. Ja, die machen das schon. Gehen wir auf die Jagd. Einheit wird angegriffen. Gehen wir auf die Jagd. So, jetzt muss noch das Ding weg und dann haben wir die Mission auch schon geschafft. Wahrscheinlich all was da einschlägt auf diesem Turm. Alles klar. Kann man mal machen. Einheit gefallen. GBI-Artilleriestellung zerstört. Einsatzziel erreicht. Stealth-Panzer einsatzbereit. Mission erfolgt. Ja, perfekt. ...24 Minuten, ja. So, das habe ich alles. Da habe ich das eine verkackt und hier... Oh, habe ich tatsächlich auch alles entdeckt. Alles klar. Oh, und ich halte meine Klappe für die Story. Gute Arbeit, Commander. Sie führten nicht nur Befehle aus, sie deckten auch Kanes Plan auf. Kommen Sie, schauen Sie her. Er baut eine Flüssig-Tiberium-Bombe. Sehen Sie die Abscheide? Sie verhindern, dass das Tiberium die Ummantelung angreift. Das ergibt keinen Sinn. Wenn es Kanes Plan war, den Krieg zu gewinnen, warum hat er mich nicht eingeweiht? Ihnen kann's egal sein, Commander. Ich werde mich später damit befassen. Uns beschäftigt mehr die Lage in Australien. Ich bin schon unterwegs. Da wären Sie eine große Hilfe. Aber Kane hat gesagt, Sie bleiben hier in Sarajevo. Er könnte jetzt jeden Moment im Prime Temple auftauchen. Ich hoffe, dass Sie meine Bedenken für sich behalten. Also dann? Viel Glück, Commander. Wir beide werden es brauchen, denke ich. Akt 3. Und wir dachten schon, das war's. Keine Ahnung, woher die das wussten. Aber die GDI hat den Transporter mit Kanes Gerät abgeschossen. Und er will es wieder haben. Die ganze Region ist voller GDI-Einheiten. Sie müssen zur Absturzstelle gelangen. Ich melde mich dann, wenn Sie dort sind. Viel Glück, Commander. Das wird ein heißer Tanz. Die Fertigstellung der Bombe nähert sich bald dem Ende. Es fehlen nur noch die Komponenten aus Brasilien. Die Zündungen und die Auslöser sind schon bereit und können eine Kettenimplosion der Kristallgitter und der Flüssig-Tiberium-Behälter auslösen. Doch der Explosionsdruck reicht vielleicht nicht aus, um... Dann entwickeln Sie einen anderen Zünder. Ich will dich nicht anlügen, mein Sohn. Ich sag's ungern, aber die GDI ist im Vorteil. Wie ich es Killian schon sagte, wir werden unsere Feinde nicht auf dem Schlachtfeld besiegen.
Die GDI reagiert wie erwartet, denn sie zieht all ihre Streitkräfte in Sarajevo zusammen. Deine erste Aufgabe, die Bergung der beim Transit aus Brasilien verlorenen Waffenteile. Danach musst du uns genug Zeit verschaffen für die Fertigstellung der Waffe. Anschließend beginnt dann Phase 2 meines Plans. Wenn alles gut läuft, ist vielleicht bald ein Platz frei in meinem inneren Zirkel. Ja, wir wissen ja schon, um wen es geht. Alles klar. Sarajevo, Slowenien. Bergen Sie an der Abschussstelle in Sloweniens... Keynes Waffenkomponenten. Oh, ohne weitere Dialoge. Slowenien. Wir haben uns immer noch im Satz. Erst lesen, dann vorlesen. Spacken, ey. Wir haben uns immer noch nicht vom Verlust unseres Labors in Nordafrika erholt. Zumal die Transportmaschine, die die Komponenten aus Brasilien ausfliegen sollte, über Slowenien abgeschossen wurde. Unsere Truppen konnten die Komponenten bergen. Beim Versuch, sie in einen nahegelegenen Stützpunkt zu bringen, wurden sie allerdings von GDI-Verbänden angegriffen. Jetzt liegt es an Ihnen. Infiltrieren Sie das Gebiet mit einem Kommando. Finden Sie die Abschussstelle und stellen Sie die Komponenten sicher. Anschließend schicken wir Verstärkung. Eskortieren Sie den Transporter zur Basis und nehmen Sie diese wieder in Betrieb. Die GDI hat in der Region eine stattliche Armee. Das Ganze wird also nicht einfach. Halten Sie durch, bis wir Ihnen schwere Panzereinheiten schicken können. Durchbrechen Sie mit Ihrer Hilfe den Belagerungsring der GDI und eskortieren Sie die Waffenkomponenten zum Prime-Tempel. Ah ja, ja, das klingt ja schon mal hart. Empfange Nachricht. Das Flugzeug, das die Flüssig-Tiberium-Waffe zum Prime-Tempel bringen sollte, wurde von GDI-Verbänden abgeschossen. Untersuchen und sichern Sie die Absturzstelle. Vielleicht, wenn ich auf die Treibstofftanks schieße. Ja, ich bin hier. Neues Bonusziel. Zerstören Sie die Flugabwehr, damit wir Unterstützung schicken können. Okay. Ein Schild wird angegriffen. Rücke vor. So. Das wird ein Spaß. Das war ja der Vorschlag. Ich soll da drauf schießen. Ich verstehe. Positiv. Ah ja, alles klar. Es geht eher um die Fahrzeuge, die ich damit platt machen soll. Rücke vor. Wir haben ein Gebiet für die Verstärkung geräumt. Die machen mich hier fertig. Zurück. Hier wird's ungemütlich. Hm, ich sehe es. Einmal die Heilung eingesammelt. So. Eieiei. Ich verstehe. Eieiei. So, ihr wertet mal die 2, du wirst die 1. Ich speichere einmal. Den Anfang haben wir. Da war die Heilung aber in allerletzter Sekunde dort an der Ecke. Nein, nicht diese Datei überschreiben, die hier überschreiben. Danke. Zeit. Freut mich, Sie kennenzulernen. So, jetzt ist die Frage, kriege ich damit Upgrades? Oder immer nur Heilung? Ja, sehr gut, auch Upgrades dann. Auf geht's, sammeln wir das ein. Positiv. Die hier einmal angreifen muss. Hier zurück dahin erstmal. Okay. Ihr da drauf. Was soll ich machen? Zurück! Hier wird's ungemütlich! Der nächste. Könntet ihr das Fahrzeug zerstören? Danke. Oh, das war unnötig knapp. Schieß doch alles, was sich bewegt. Gut. Speichern. Uiuiuiui. Auf das. Dahin. So. Da geht's weiter. Okay, einmal zurück. Das macht keinen Sinn. Raketen bereit. Also die braucht halt mal Heilung. Die sie aktuell nicht bekommt. Bitte mit da versuchen, Heilung zu besorgen. Gebt mir ein bisschen Zeit. Dann kriegen wir das hier schon hin. Okay, ich würde vorschlagen... Versuche gleich mal da hinzukommen. Jetzt. Okay. Positiv. War nicht ganz das, wie ich es mir erhofft hatte, aber egal. Okay.
Ich verstehe. Dass da hoffentlich ist da Heilung drinne. Patrouille nähert sich. Rücke vor. Keine Heilung. Lecht. Ich erledige das. Ich verstehe. Ich warte. Machen wir unseren Job. Was soll ich machen? Raketen bereit. Allzeit bereit. Okay, sie hat es nicht so hinbekommen, wie es mir erhofft hatte. Fahren die hier unendlich oder was? Eieiei. Als wenn die Fahrzeuge nicht wären, wäre ich vielleicht schon weiter. Weiß auch nicht, warum ich gerade 1000 Ressourcen bekommen habe. Das hat mir auch so gar nichts gebracht. Ja. Schieß doch alles, was sich bewegt. Okay, wir laden einmal neu. Komplett. Und probieren das hier nochmal. Ich möchte nicht sagen ordentlich, aber nochmal anders. Empfange Nachricht. Was jetzt? Das Flugzeug, das die Flüssig-Tiberium-Waffe zum Prime-Tempel bringt. So. Vielleicht, wenn ich auf die Treibstofftanks schieße. Okay. Neues Bonusziel. Okay. Jetzt würde ich auf das erste Fahrzeug mal warten. Und gucken, ob ich das zerstört bekomme. Rücke vor. Patrouille nähert sich. So, go. Ich verstehe. Sehr gut, das war der Plan. Mit freundlichen Grüßen. Die würde ich auch so hinkriegen. Okay, das da auseinandernehmen. Hier ist meine Karte. Die machen mich hier fertig. Ich verstehe. So, das Ding. Da drauf. Sehr gut. Rücke vor. Das einsammeln. Die muss ich gleich erstmal sofort safen. Was soll ich machen? Verstärkungen sind eingetroffen. Ich verstehe. Also tatsächlich, ich muss die. Machen wir unseren Job. Einheit befördert. Aufpassen. Eine bessere Position. Die Sprengdinger tatsächlich für die Fahrzeuge benutzen, wenn sie kommen. Ist der der nächste? Das war schlecht, oder? Jetzt habe ich wieder keine Heilung mehr. Na gut, egal. Hier hoch. Kinderspiel. Ich erledige das. Das da einsammeln. Okay. Besser. Besser. Nicht gut, aber besser. Okay. Ich verstehe. Ist der der Nächste? Der gefällt mir. Mhm. Was die Frage, ob das so sinnvoll ist, die Patrouille hier zu zerstören, aber. Ich verstehe. Einheit wird angegriffen. Schieß doch alles. Ah. Ich warte. Einheit verloren. Okay. Okay, es läuft gerade wieder mal richtig beschissen. Ich erledige die Waffe hier fertig. Ja. Also ich sag mal so, ich hab verkackt. Da hat es mich wieder einmal übermannt, aber ach. Ja, ah, wie ich einfach diese Solo-Missions hasse. Immer wieder die gleiche Dreckskacke. Gebt mir Base-Building. Was ist daran so schwer? Kann ich die Mission bitte einfach neu starten? Danke. Empfange Nachricht. Das Flugzeug, das die Flüssig-Tiberium. Ja, vielleicht, wenn ich auf die Treibstofftanks schieße. Das muss ich wieder. Ich verstehe. Auf die erste Patrouille warten am besten. Rücke vor. Sie ist halt aber auch nicht gelevel up. Wenn die schon mal Stufe 2 wäre, wird sie Heilung über Zeit bekommen und würde so viele Probleme lösen. Aber nö. Warum denn? Könnt ihr mir ja helfen. So, ich warte eigentlich auf die Patrouille. Ich verstehe. Rücke vor. Die mit dem Fahrzeug.
Aber erstmal sind die 20 Minuten rum. Gut, dann gehen wir erstmal in die nächste Folge. Ich mache erstmal eine Aufnahmepause in der Hoffnung, Motivation für diese Folge, für diese Mission zu finden. Also, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sage immer zum Schluss: Tschüss.